teile das Wort zunächst der Kollegin Jutta Krellmann für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, was haben die Firmen Rossmann, BMW, Kaufland, IKEA und der Paketdienst GLS gemeinsam? Ich kann es Ihnen sagen. Sie alle haben Werkvertragsbeschäftigte als billige Alternative neben ihren festangestellten Beschäftigten. Wir reden hier nicht von Einzelfällen. Aber wie viele Werkvertragsbeschäftigte es gibt, das kann selbst Frau von der Leyen uns nicht erklären. Würde sie sich des Problems annehmen, dann könnten wir endlich über nachprüfbare Zahlen reden. Meine Damen und Herren, schauen wir doch mal zurück. Es ist jetzt 2 Jahre her, dass wir in diesem Haus um das Ende des Lohndumpings in der Leiharbeit gestritten haben. Im Mittelpunkt stand die Forderung gleiches Geld für gleiche Arbeit. Herausgekommen ist eine halbherzige Verbesserung. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gibt es für die ca. 1 Million Leiharbeitsbeschäftigten immer noch nicht. Bei Werkverträgen geht es um nichts anderes. Hier läuft das gleiche miese Spiel, nur in einer anderen, teilweise noch schärferen Nummer wie bei Leiharbeit. Werkvertragsbeschäftigte zählen wie Leiharbeitsbeschäftigte zu Randbelegschaften im Betrieb. Sie verdienen sowieso weniger als ihre Kollegen im Stammbetrieb und oftmals noch weniger als Leiharbeitsbeschäftigte. Nachdem Leiharbeit zu Recht den schlechten Ruf des Lohndumping-Branche bekommen hat, vergehen nun immer mehr Unternehmen dazu über, Beschäftigte in Werkvertragsbereiche auszugliedern. Verbreitung findet das Modell Werkverträge in der ganzen Republik. Nicht nur in weniger qualifizierten Bereichen, sondern auch in Ingenieure in der Forschung großer Automobilkonzerne betrifft die Ausgliederung in Werkvertragsbereiche. Auch hier natürlich zu weniger Lohn und ohne Sonderleistungen. Ein Spiel, wie das System funktioniert, will ich Ihnen an einem Beispiel erzählen. Die Firma Rossmann, ein Drogeriediscounter, den Sie sicherlich alle kennen, laut Handelsblatt vom 15. Mai 2012 werden Werkverträge und Leiharbeit bei Rossmann genutzt, um Kassentätigkeiten, Regaleinräumung und Inventur zu erledigen. Beim Regaleinräumen sinkt der Verdienst von 9,86 Euro laut Verdi-Tarifvertrag des Einzelhandels in Niedersachsen auf 6,63 Euro des Tarifvertrages des Deutschen Handlungsgehilfenverbandes West. Das ist ein Minus von sage und schreibe 33%. An der Kasse wird ebenfalls nicht mehr nach Verdi-Tarif bezahlt, sondern nach dem grottenschlechten Leiharbeitstarif. Bei der Inventur wird auf der Grundlage eines polnischen Tarifvertrages entlohnt, da die beauftragte Werkvertragsfirma eine polnische Firma ist. Ein Betrieb, 3 Formen des Ausnutzens der aktuellen Gesetze gegen die Beschäftigten. Das System Rossmann hört hier aber noch nicht auf. Rossmann verdient doppelt. Zum einen am gesparten Entgelt für die Beschäftigten, zum anderen an den Gewinnen der Werkvertrags- und Leiharbeitsfirmen. Die Regaleinräumerfirma Instor Service Solution gehört Rossmann zu 49%. Instor Solution Personal GmbH, die Leiharbeitsfirma, für die Kasse gehört Rossmann zu 22,5%. Die polnische Inventurfirma Invent gehört der oben genannten Rossmann-Tochter Instor Solution zu 49%. Meine Damen und Herren, an diesem Beispiel kann man erkennen, wie Leiharbeit und Werkverträge Hand in Hand gehen gegen die dort beschäftigten Leute. Gute Arbeit und Entlohnungsbedingungen werden zum Auslaufmodell. Und die Bundesregierung und Frau von der Leyen weigern sich, diese Realität anzuerkennen. Vor fast genau einem Jahr haben wir die Bundesregierung und Frau von der Leyen zu Werkverträgen befragt. Die Antwort war ernüchternd. Sie sieht keinen Handlungsbedarf,
Sie weiß nicht, wie viele Menschen über Werkverträge und zu welchen Bedingungen beschäftigt werden. Und sie will es auch nicht herausfinden. Ich sage Ihnen, es ist an der Zeit, das Schlupfloch Werkverträge zu schließen. Die Linke hat dafür gute Vorschläge vorgelegt. Erstens wollen wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit zur Regel machen, wenn es sich um Ausgliederung der auf Werkvertragsbasis handelt. Ausnahme von der Regel sind beispielsweise gelegentlich, wie zum Beispiel Vergabe an Handwerksfirmen, die zu Reparaturarbeiten in den Betrieb geholt werden müssen. Zweitens muss als Werkvertrag getarnte Leiharbeit schärfer reguliert werden. Bei Scheinwerkverträgen müssen das auftraggebende und das auftragnehmende Unternehmen bei Verdacht nachweisen, dass ein Werkvertrag gegeben ist. Gelingt das nicht, hat das eine Festeinstellung der betroffenen Beschäftigten beim Auftragsunternehmen zur Folge. Drittens fordert die Linke eine stärkere Mitbestimmung der Betriebsräte bei der Vergabe von Werkverträgen. Mit unseren Vorschlägen, meine Damen und Herren, wäre der Missbrauch der Werkverträge als eine neue Lohndumpingform ein Ende gesetzt. Deswegen bitte ich Sie um die Zustimmung zu unseren Anträgen. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt